Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Wir sind ja hier angekommen in der letzten Folge beim, das ist garantiert ein Bosskampf. Bin mir nicht ganz sicher, aber meine Vermutung ist, dass wir uns da vorne, wo die Kiste steht, gleich hochstapeln müssen, während wir dagegen die Hyänen kämpfen. Ich hoffe, das geht gut. Wir haben so gut wie nichts mehr zu trinken. Essen haben wir noch ein bisschen. Ich will nur mal ganz kurz hier ein Biesle. Ich weiß nicht, ob wir den benutzen. Wir gehen erstmal ohne runter. Notfalls setzen wir uns den auf. Wir nehmen erstmal die Heildinger nach unten. So viel Zeit muss sein. Wir nehmen ein Essen nach unten. Wir probieren es einfach mal. Oh, drücken wir die Daumen. Sehr schön. Hübble! Okay. Machen Abflug. Kann man die töten? Wie soll ich denn so Kisten stapeln? Okay. So wird das nix. Mach doch mal einen Abflug hier. Ich will auf keinen Fall sterben. Auf keinen Fall. Kommen wir hier irgendwo hoch? Nee, ne? Sehr schön. Machen Abflug. Nein. Na super. Wie hat's gespeichert? Das ist doch nicht dein Ernst, oder? Das ist doch nicht dein Ernst hier. Okay, Leute. Ich habe jetzt versucht, die ganze Zeit irgendwie den Spielstand wieder vor dem Kampf herzustellen. Aber ist nichts zu machen. Irgendwie macht die automatische Sicherheitsfunktion des Spiels, speichert nur die Welt. Also die Welt an sich, Floß, alles, was man auf der Insel gemacht hat, alles wird gespeichert. Aber alles, was den Charakter betrifft, Inventar und halt alles, was du so drinne hast, wie viel Hunger du hast, das wird irgendwie extra gespeichert. Und davon gibt's komischerweise kein Backup. Das wird komischerweise immer wieder geladen. Egal, ich bin jetzt auf Spielstände gesprungen, die Tage alt sind und trotzdem lande ich immer wieder hier. Das ist, ehrlich gesagt, ist dieses Safe-Game, besser gesagt, die Backup-Funktion dieses Spiels ein schlechter Witz. Wir landen immer wieder hier. Das ist echt ein Trauerspiel. Komischerweise haben wir unseren Rucksack noch. Davon haben wir nur noch zwei. Wir haben keine Flaschen mehr, wir haben keine Waffen mehr. Das ist gut, das könnten wir alles neu bauen. Das wäre nicht das Problem. Aber unsere Hyänenköpfe sind weg. Ich glaube nicht, dass das da ohne Hyänenköpfe großartig machbar ist. Wir haben ja gesehen, wie schnell wir da jetzt weggefrackt wurden. Und ehrlich gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wie ich da oben wieder hinkomme. Das ist ja wohl ein schlechter Witz. Also das ist... Nee. Ich sag ja, das Spiel macht mich fertig. Also Raft ist in vielen, vielen Punkten verbesserungswürdig. Ich habe keine Ahnung. Wir müssen wahrscheinlich den ganzen Kram nochmal hochklettern. Irgendwie. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht mehr, wo ich genau angefangen bin. Wo ich hochgeklettert bin. Das ist echt ein schlechter Witz. Gut. Ich versuche jetzt nochmal nach einer Möglichkeit zu finden, irgendwie den alten Safe-Game nochmal wiederzukriegen. Ich habe leider keine Sicherheitskopie von der Charakterdatei. Das ist das Problem. Ich versuche die jetzt mal irgendwie wieder herzustellen. Aber ich habe keine Lust, jetzt nochmal hier alles nochmal hochzuklettern. Nur für einen Kampf und mein ganzes Inventar nochmal. Da waren ja, ich weiß gar nicht mehr, was ich alles drin hatte. Auf jeden Fall ist eine Flasche weg, Bogen weg, Speer weg. Ich glaube, die Machete ist weg. Ich habe da echt keinen Nerv mehr drauf. Ehrlich gesagt, geht das hier zu weit. Ich meine... Ich kann es ja verstehen als Schwierigkeitsgrad in so einem Kram, dass man vielleicht Sachen verliert in so einem Kram, auch wenn ich es nicht schön finde. Aber, dass es nicht mal eine Möglichkeit gibt, ein Safe-Game richtig zu laden, das ist ein schlechter Witz. Also da gehen, ehrlich gesagt, die Raft-Entwickler etwas zu weit. Das soll jetzt kein Gemecker sein. Und gut, es ist Gemecker, aber das geht mir gewaltig gegen den Strich. Es sollte zumindest, egal welches Spiel, immer die Möglichkeit geben, eine Sicherheitskopie zu laden. Das ist so echt... Nee. Tut mir leid, dass wir jetzt den Ende des Bosskampfs erstmal nicht mehr sehen. Wie gesagt, ich versuche jetzt irgendwie das Ganze wieder herzustellen. Ob das klappt, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Ich muss erstmal gucken, dass ich irgendwie auf meiner Festplatte mit Hilfe von Programm und so Kram noch alte Dateien finde. Hoffentlich klappt das. Bin mir da aber nicht so sicher. Aber ich werde definitiv nicht nochmal da jetzt hochklettern. Das war schon Krampf, das überhaupt zu schaffen. Daher tut es mir leid, wenn wir jetzt erstmal nicht das Ende sehen. Aber ich werde das Ganze jetzt erstmal pausieren und gucken, dass ich den Spielstand wieder hergestellt. Wenn ich es hingekriegt habe, das kann aber ein paar Tage dauern, den wird es hier weitergehen. Ich hoffe nur, es klappt. Drückt mir die Daumen. Also seid mir nicht böse, deswegen machen wir jetzt erstmal hier ein Ende. Ich sag trotzdem, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bye, bye.